Wie im richtigen Leben folgt auf den Exzess irgendwann auch der Schmerz. An der Börse dauert es meistens länger. Aber jetzt ist der Schmerz da. Wir sehen heute gigantisches Volumen. Das könnte der umsatzstärkste Tag der letzten Jahre, vielleicht sogar des letzten Jahrzehnts sein, wenn es so weitergeht wie bisher. Wir sehen ein Blutbad, könnte man fast sagen. Also es geht richtig zur Sache. Und damit setzt sich eben das fort, was jetzt schon seit einiger Zeit der Fall ist, nämlich diese Angst, dass die Fed zu schnell auf die Bremse tritt. Aber dadurch, dass die Märkte so nach unten knallen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed dann doch nicht so auf die Bremse tritt. Und das ist vielleicht das Fundament, ist die Ausgangsbasis für die nächste Rallye, für die nächste Zwischenrallye im Mindesten, die dann eine Erleichterungsrallye ist. Wir werden vielleicht Mittwochabend mehr wissen, wenn Jerome Powell zuckt oder vielleicht doch nicht zuckt, das muss man sehen, aber das wird jetzt auf jeden Fall eine ganz schwere Kiste für die US-Notenbank. Wie kann ich jetzt eine Botschaft vermitteln, dass ich doch die Zinsen anheben muss wegen der Inflation, ohne dass die Märkte weiter crashen? Wie kriege ich da eine positive Botschaft rein? Das wird ein echtes Kunststück werden. Wir sehen, dass die Märkte bereits reagieren, zum Beispiel die Fed Fund Futures. Also die Märkte, die letztendlich Zinserwartungen einpreisen. Und hier sehen wir, dass die Rate-Hike-Odds schon deutlich gefallen sind heute. Es geht nach unten, eben weil man sich sagt, boah, bei diesen Turbulenzen, bei diesem Crash ist zu viel gesagt, aber bei diesem doch heftigen Abverkauf, da wird die Fed ein bisschen vorsichtiger werden, wird nicht mehr so agieren können wie bisher. Es hat ja sehr lange gedauert, bis die Märkte das begriffen haben. Es war der Wendepunkt, als Joe Biden den Fed-Chef bestätigt hat, als also Biden zu Powell gesagt hat, du kriegst deine zweite Amtszeit, aber bekämpfe mir die Inflation. Dann die 180-Grad-Drehung von Jerome Powell, der vorher immer gesagt hatte, Inflation transitory. Jetzt nicht mehr transitory, und jetzt sehen wir praktisch mit der normal immer wieder auftretenden etwas längeren Leitung der Aktienmärkte die Reaktion darauf. Wir sehen geradezu, wie hier oben in diesem Tweet formuliert wird, ein Capitulation Bloodbath, also ein Kapitulationsblutbad. Es geht richtig zur Sache. Wir sehen, dass die VIX-Kurve sich invertiert. Man erwartet also massive Turbulenzen im kurzen Zeitfenster und hofft, dass es dann hinterher besser wird. Also das ist derzeit jetzt die Situation. Wir haben übrigens am Freitag die meisten Put-Optionen gesehen auf die Indizes ever. Also das ist ein neues Allzeithoch gewesen, was Puts betrifft. Warum? Weil viele Investoren, die ein Long-Only-Portfolio haben, Vermögensverwalter, die müssen sich absichern, die wollen sich absichern gegen so etwas, was heute passiert, wenn es richtig nach unten rauscht. Also versucht man da eben den Fed-Put, der noch nicht erreicht ist, offenkundig durch einen Put an den Optionsmärkten zu ersetzen. Und all das sorgt natürlich für eine gewisse Panik, die wir durchaus heute sehen. Das zeigt sich dann im Handelsvolumen. Wie gesagt, das könnte das größte Handelsvolumen des letzten Jahrzehnts werden. Was meine ich mit dem Exzess? Es ist grundsätzlich so, dass die Amerikaner, und ich spreche hier von der Wall Street, nicht vom DAX oder vom deutschen Markt, dass die Amerikaner hoch gehebelt sind. Und das erklärt, warum dieser Abverkauf so dynamisch erfolgt, so krass erfolgt. Wenn alle zur gleichen Zeit durch dieselbe Tür wollen, wird es ein bisschen eng, dann entsteht eben wie im richtigen Leben Panik. Dann will jeder zuerst und man trampelt sich ein bisschen nieder. Hier sehen wir den Margin Debt von FINRA herausgegeben. Rot ist der S&P 500 und diese Balken, die Sie da sehen, das ist also praktisch die Hebelung. Das heißt, man beleiht zum Beispiel sein eigenes Aktiendepot, kann dadurch mehr Aktien kaufen. Diese Aktien gelten als Sicherheit. Man hat da verschiedene Aktien drin, die stellen ja einen bestimmten Gegenwert dar. Dadurch hat man eine Sicherheit, kann praktisch vom Broker noch weiteren Kredit, wenn man so will, bekommen mit Sicherheit dieses Aktienportfolios, kauft also weitere Aktien. Der S&P geht nach oben, die Aktienmärkte gehen nach oben. Wunderbar, das Depot sieht super aus, also wird man noch gieriger, kauft noch mehr. Aber was ist, wenn der Zug in die andere Richtung geht? Dann ist eben der Run auf die immer kleiner werdende Tür immer größer, und so entstehen diese Situationen, wie wir sie heute sehen. Und grundsätzlich ist es eben so, wie Jim Bianco sehr weise formuliert, viele fragen ja derzeit, ja, wann ist der Boden erreicht? Er sagt, das weiß ich nicht. Was ich aber weiß, dass der Boden dann erreicht ist, wenn keiner mehr fragt, wenn der Boden erreicht ist, weil keiner mehr kaufen will. Sind wir da schon?
Das wollen wir uns jetzt im Folgenden mal anschauen, ein paar Indikationen darauf bekommen, ob wir da schon sind. Ich darf verweisen auf ein Video von mir, das war das Marktgeflüster am 9. November, ohnehin ein schicksalsträchtiger Tag in der deutschen Geschichte. Da war diese hawkische Wende der Fed noch nicht der Fall, da war noch Team Transitory bei der Fed an der Macht. Da hatte ich ein Video gemacht, das hieß, die große Enthebelung kommt, und nur ist es so, ich stelle mich hier zweimal täglich, börsentäglich vor die Kamera, und mit Sicherheit irre ich mich oft, habe oft Fehleinschätzungen, bleibt nicht aus, das geht nicht anders, es ist wie es ist, aber was mir klar war, ist, dass eben irgendwann diese Hebelung schiefgehen muss und schiefgehen wird. Da sind zum Beispiel eben diese extremen Hebelungen über die Optionsmärkte, wir erleben ja, von Monat zu Monat haben wir neue Volumenrekorde an den Optionsmärkten erlebt. Viele Calls vor allem, also viele Wetten auf steigenden Kurse. Dann haben viele Amerikaner ihre eigene Immobilie beliehen, um sich dann Aktien zu kaufen, weil es ging ja immer nach oben. Und das alles ist wie ein Ponzi-Schema, das funktioniert hervorragend, solange alle Gewinne machen. Wenn dann aber die Ersten die Verluste fürchten, dann wollen alle raus. Dann sind diejenigen, die zu spät kommen, und in der Regel sind es ja diejenigen, die dann spät einsteigen, die zum Beispiel ein ARK Innovation gekauft haben, die eine Tesla gekauft haben bei 1200 irgendwas, eine ARK auf dem Hochpunkt gekauft haben, die bluten dann am meisten, die haben die höchsten Einstiegskurse. Die frühen Birds, die Early Birds, wie man im Englischen sagt, also diejenigen, die bestimmte Dinge als erstes erkannt haben, die sind dann teilweise schon draußen. Und diejenigen, die irgendwann gesagt haben, okay, jetzt reicht mir jetzt, ich habe gute Gewinne, die sind die Profiteure, aber die meisten verlieren in diesem Spiel. Das ist das Dramatische und das, was sich immer wiederholt. Also es ist ja nicht so, dass der Mensch da besonders lernfähig wäre. Es ist ein Szenario, das sich immer wieder abspielt. Es dauert halt manchmal nur, bis es soweit ist. Und siehe da, jemand, der schon frühzeitiger die Reißleine gezogen hat, ist zum Beispiel Goldman Sachs, die, wie sich jetzt herausstellt, im vierten Quartal schon ziemlich massiv Aktien abgeladen haben aus ihrem Portfolio. Und an wen haben sie die Aktien verkauft? An die Retail-Investoren, also an die Privatinvestoren. Die konnten gar nicht genug davon bekommen. Und während Goldman, also zum Beispiel in Gestalt von David Kostin, sehr bekannt in den USA, immer bullische Empfehlungen gegeben hat, buy the dip, wir werden neue Allzeithochs sehen, schauen Sie sich mal die Kursziele der Wall Street Banken an, da gibt es keine Bank, die unter den S&P 500 unter 4.400 sieht, aber viele sehen den S&P über 5.000, kann ja alles noch passieren, wenn wir da eine Drehung an den Märkten bekommen. Aber da sehen wir, dass eben manche zu spät kommen und andere ziehen etwas früher die Reißleine. Goldman Sachs hat gleichzeitig noch sehr bullische Empfehlungen rausgegeben und in der Praxis Aktien verkauft. Man sollte immer darauf achten, was die Leute tun und nicht das, was sie sagen. Jetzt sehen wir natürlich diese Stresssituation aufgrund der Fed. Vielleicht kommt dann diese Ukraine-Geschichte noch ein bisschen dazu, aber ich glaube nicht, dass das der eigentlich ausschlaggebende Grund ist, sondern es ist eben diese Enthebelung, die durch die hawkische Wende passiert. Und das hat gedauert, bis die Investoren das realisiert haben. Dann entsteht dieses Panikphänomen. Lance Roberts sagt hier, seit 1982 hat die Fed ja schon verschiedene Zinsanhebungszyklen gehabt. Entweder endeten die in einer Rezession und oder in einer Krise oder in einem Bärenmarkt. Und das Erstaunliche ist natürlich, dass das Level immer geringer wird, wo dann Zinsanhebungen praktisch ein Riesenproblem werden und die Fed dann diesen Zinsanhebungszyklus dann auch beenden muss. Jetzt hat sie noch nicht mal die Zinsen angehoben und es herrscht schon Panik am Markt. Also wir haben nach wie vor null Zins, wenn man so will. Und schon ist Panik am Markt, nur weil die Idee da ist, dass man die Zinsen anheben wird. Das sagt eigentlich so ziemlich alles. Es sagt vor allem etwas über die Eigenständigkeit der Aktienmärkte aus. Was wären die Aktienmärkte ohne die Notenbanken? Das darf man und muss man wohl fragen. Jetzt in diesem hawkischen Camp sind sie jetzt alle drin. Also auch hier wieder ein neues Extrem. Nicht nur die Deutsche Bank, nicht nur Goldman Sachs, sondern auch Citigroup jetzt. Hier vier Zinsanhebungen und dann aggressiverer Pfad, was die Bilanzreduzierung betrifft. Und Jonathan Farrow sagt hier richtigerweise, jeder hat einen Plan, den Dip zu kaufen, bis man sozusagen von einem solchen Dip dermaßen
auf Deutsch gesagt, in die Fresse bekommt, dass man sich dann erstmal schütteln muss und überlegen muss, ob man den Dip kauft. Der junge Mann, den Sie hier sehen, ist kein Clown, sondern das ist mein drittbester Freund Marcello Fracerino. Ich dachte, es passt irgendwie gut zu diesem Satz. Deswegen habe ich sein Bild mal dahin platziert. Ja, wenn die Inflation jetzt piekt, weil eben letztendlich die Aktienmärkte absaufen. Und es ist ja so, die Leute sind gehebelt drin, die Leute kaufen sich Dinge, die fühlen sich reich, man kauft dies, man kauft das, man ist ja wohlhabend. Wenn aber dann die Vermögen schrumpfen aufgrund dieser Enthebelung, die stattfindet, dann kann man und will man nicht mehr die hohen Preise bezahlen, die derzeit eben der Fall sind. Also dieser Abverkauf oder generell Abverkäufe an den Märkten, die vernichten sozusagen Wohlstand. Wer weniger Wohlstand hat, kann weniger kaufen, kann deswegen auch weniger Nachfrage bieten. Dadurch ist diese inflationäre Spirale dann ein Stück weit aufgehoben. Und dementsprechend sehen wir hier Bank of America, dass die Großen, die Dickfische, schon jetzt eine weniger Inflation erwarten als zuvor. Insgesamt sehen wir hier Nasdaq 100 mit dem schlechtesten Monat jetzt seit der Finanzkrise, also seit Oktober 2008. Und wir sehen schon auch Bremsspuren innerhalb der US-Wirtschaft, City Economic Surprise Index jetzt negativ. Heute zum Beispiel deutlich schwächere Einkaufsmanager-Index. Ja, da ist Omikron, spielt eine gewisse Rolle, aber eben Lieferengpässe und vor allem Arbeitskräftemangel, das ist das, was den Firmen richtig praktisch auf der Seele liegt. Sie kriegen die Arbeitskräfte nicht, die sie brauchen, aber die bekommen sie vielleicht, denn viele haben sich gesagt, na, was soll ich arbeiten, ich bin reich. Aber wenn dieser Reichtum dann aufgrund einer Enthebelung etwas geringer wird, dann sehen wir, dass wieder mehr Arbeitskräfte in den Arbeitsmarkt strömen. Also so balanciert sich wahrscheinlich alles aus. Es ist eine Frage von Exzess und danach folgendem Schmerz. Vielleicht ist dieser Schmerz aber auch ein Heilungsprozess, den wir sehen, damit dieser Exzess nicht ewig weitergeht. Denn Exzesse können nicht ewig weitergehen, sonst wären es keine Exzesse. Denn es sind sozusagen Extremsituationen, die hier nicht dauerhaft aufrechterhaltbar sind. Jetzt sind wir in einer Extremsituation, was die Überverkauftheit des Marktes betrifft. Wir haben jetzt einen RSI von 9. Alles unter 30 ist überverkauft. Also das ist natürlich extrem, aber diese Enthebelung ist eben schwer zu kalkulieren. Wo endet sie? Wann hört das mal auf? Aber es ist jederzeit mit einer Gegenrally jetzt zu rechnen. Eben aufgrund der extremen Überverkauftheit, aber man weiß halt noch nicht genau, wann wirklich der Zeitpunkt ist, damit diese Gegenrally starten kann. Wir sind jedenfalls jetzt an einem Key Support. Wir haben das Oktobertief jetzt beim S&P 500 durchstoßen, wie es mein Hendrik hier zeigt. Wir haben jetzt eine wichtige Unterstützungszone. Einstmals waren das Allzeithochs jetzt noch aus dem Jahr 2020. Also da wäre es nicht so schlecht, wenn die Märkte vielleicht ein bisschen nach oben gehen könnten. Schauen wir uns mal die Drawdowns an, also die Rückschläge des S&P 500. Da haben wir ja 2021 war der größte Rückgang 5,2%. Da sind wir jetzt schon deutlich drüber. S&P über 10%, ich glaube der Nasdaq 16% im Minus. Aber wir hatten 2012 etwa mal 34%, 2008 48%. Aber auch 2011 19%, 2010 16%, und das waren ja Jahre nach der Finanzkrise, wo es ja tendenziell doch nach oben ging, aber dennoch gehören diese Rückschläge eben dazu. Es ist eine Art Bereinigung, vielleicht ein reinigendes Gewitter, dass diese extremen Situationen wieder ein bisschen gerade rückt. Auch jetzt natürlich die Stimmung extrem bärisch, hatte ich schon mehrfach gezeigt, hier sowohl Börsenbriefe als auch private Investoren extrem bärisch, extrem negativ. Mal sehen, ob Xiaomi dann zur Rettung schreitet am Mittwoch. Schauen wir uns nochmal hier ein paar Entwicklungen an. Öl jetzt auch ein bisschen unter Druck. Wir sehen S&P natürlich, wir sehen den Nasdaq, wir sehen die Small Caps, die 20% verloren haben im Russell 2000. Wir sehen die SPACs, diese Börsenmäntel, wir sehen die IPOs, die wie Robinhood, wie viele andere mit wie viel Vorschusslorbeeren an den Märkten gestartet waren, aber jetzt zählen eben wieder Bewertungen, nicht nur Hoffnungen, das ist das Entscheidende, das gilt für eben die Zyklen immer so, wenn Liquidität da ist, dann wird sich fantastische Zukunft ausgemalt, wenn dann die Liquidität weggeht, dann ist es ein bisschen realistischer, das gilt vor allem auch für den ARK Innovation, 57% jetzt verloren, meine zweitbeste Freundin, die hat
ein Problem derzeit, denn wir sehen, dass immer mehr Geld in den sogenannten SARK fließt. SARK ist ein ETF, das den ARK Innovation ETF shortet, also praktisch SARK gewinnt, wenn ARK verliert. Das ist das erste weltweit erste ETF, das aufgelegt wurde auf ein anderes ETF, und da sind jetzt massiv Zuflüsse reingegangen. Dennoch ARK-K, also dieses ETF von Cathie Wood, nach wie vor deutlich über dem Niveau etwa von 2019. Also theoretisch wäre da schon noch ein bisschen Platz. Wir sehen heute 8%, geht es um und bei nach unten. Für Tesla die größte Position 9%. Und jetzt scheint es so, da hat sich ein Analyst mal genauer angeschaut über sein Bloomberg Terminal, was da los ist. Es scheint, dass Cathie Wood nicht mehr das Cash hat, um nachzukaufen. Klar, die Leute ziehen Geld aus diesem ETF ab, weil sie die Verluste nicht mehr ertragen können. Dadurch muss Cathie Wood bestehende Positionen verkaufen, weil sie muss diese Leute ja auszahlen. Dementsprechend ist der Verkaufsdruck eben praktisch auch hier gehebelt. Dementsprechend kann sie jetzt nicht mehr so richtig nachkaufen, gerade wenn ihre dickste Position, mit Abstand dickste Position, Tesla, jetzt auch ein bisschen schwächer wird. Jetzt sehen wir auch in diesem Meme-Stock-Bereich natürlich ein Blutbad, im Krypto-Bereich, im Meme-Stock-Bereich. Da hatte zum Beispiel hier wieder einer gesagt, ja, also es gibt keinen Punkt, an dem ich meine IMC-Aktie verkaufe, ist egal welcher Preis es ist, ich werde nicht verkaufen. Und dann sagt John Acquey hier, okay, da bist du aber dann vielleicht falsch gewickelt, denn die Herrschaften von AMC selber, also diejenigen, die das Unternehmen leiten, da haben 11 führende Mitarbeiter, 11 Führungskräfte haben nämlich ihre AMC-Aktien verkauft oder durchaus in signifikanten Volumen ihre eigenen Positionen verkauft. Also dieses HODL-Prinzip, dieses Kauf immer, Verkauf nie, das ist jetzt wirklich nicht für die intellektuelle Elite, könnte man sagen. Wir sehen heute Blutbad, AMC 20%, GameStop, klarer Outperformer auf der Oberseite mit nur 16,8% Minus. Und jetzt, wenn wir uns noch dem Geschehen eben zuwidmen in Sachen Ukraine, sehen wir hier, dass auch in Russland die Märkte schwer unter Druck sind. Heute Mittag schon der russische Leitindex 6% im Minus. Wir sehen, dass die Credit Default Swaps nach oben schießen, also die Kreditausfallversicherungen auf russische Schulden schießen nach oben, werden teurer. Russland hat jetzt gesagt, also wenn ihr weiter, nämlich der Westen, USA, weiter Militär hier in osteuropäische und baltische Staaten schickt, dann werden wir entsprechend reagieren. Wir sehen, dass der Rubel unter Druck ist, und wir sehen erstaunlicherweise, dass Gazprom jetzt immer mehr Gas nach China schickt und nicht mehr nach Europa. Es ist aber schlichtweg so, nach allem, was erfahrbar ist, dass schlichtweg aus Deutschland eben kein Gas geordert wird, weswegen auch Gazprom kein Gas eben schickte, vor allem durch die Jamal-Plattform nicht schickt. Also das ist natürlich jetzt eine sehr heiße Situation, aber ich glaube, dass der Abverkauf, den wir sehen, dass der eher natürlich getriggert ist durch diese Enthebelungseffekte. Irgendwann ist ein kritisches Niveau erreicht, wo dann die Dominosteine umzufallen beginnen, und dann entsteht eine Eigendynamik, die wahrscheinlich weniger jetzt durch diese geopolitische Anspannung mit der Ukraine bedingt ist. Abschließend noch ein Hinweis, der Rüdiger Born, der schaut sich mal den DAX an und die US-Indizes und sagt, naja, da sind durchaus Chancen jetzt. Wenn Sie wissen wollen, welche Chancen, dann werde ich das, was der Rüdiger Born in seinem Video da erzählt, unter meinem Video verlinken. Das ist ein Hingucker. Schauen Sie mal, ob Sie da bestimmte Marken vielleicht finden für sich. Jetzt wünsche ich erstmal das Allerbeste und sage Servus und Ciao.